whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Geht es Ihnen zu Hause auch öfter so, dass Whiskyflaschen eine heftige Verdunstung zeigen? Ja, mitunter nicht natürlicher Art und Weise bedingt. Nein, heute soll es darum gehen, die Verdunstung aus den lagernden, den reifenden Whiskyfässern heraus. Und dazu habe ich hier eine Flasche Glenlivet 1997, 15, naja, fast 16 Jahre alt, in Fassstärke des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage mitgebracht. Davon habe ich auch ein Video gedreht. Und da stellt sich dann immer so die Frage, der hat jetzt 55,4 Volumenprozente. Steht hier unten auf mir, ja, zeige ich Ihnen mal her hier. Das Etikett, da steht unten drauf 55,4 Volumenprozente, 0,7 Liter oder 70 Cl. Und dann steht hier drauf, destilliert am 6. November 1997 und in die Flasche gefüllt am 24. Oktober 2013, also nahezu 16 Jahre, reiften in einem Sherry-Butt, das ist ein 600-Liter-Fass, da kommen wir später noch drauf. Und ist die Fassnummer 157.421. Ja, Glenlivet stellt eine ganze Menge Alkohol her. Und ist die Flasche 108 von 603. So, 603 ist auch noch wichtig. Kommen wir auch nachher noch drauf. So, jetzt destilliert man den Whisky in diesen Potstills. Habe ich hier mal Potstill zum Einblenden. Ja, ich glaube, ich nehme auch sogar die von Glenlivet. Mal sehen, ob ich da ein schönes Foto habe. Und dann kommt er hinten jetzt raus, irgendwas 65-67%. Und dann gehen die Schotten hin, verdünnen den auf 63,5 Volumenprozente und füllen den dann in ein Fass. Und das hier ist jetzt ein Sherry Butt. Und legen das zum Reifen hin. Warum 63,5 Volumenprozente? Nun, da gibt es verschiedene Theorien zu. Ich habe weder für die eine noch für die andere Beweise gefunden. Man findet verschiedene Nennungen. Und zwar sollen die 63,5 Volumenprozente aus der Zeit der großen Blends stammen, wo die verschiedenen Whisky-Destillerien, die Malt-Whisky-Destillerien, alle noch selbstständig waren oder viele noch selbstständig waren. Und die tauschten nun Fässer untereinander. Und anstatt nun hinzugehen und hier mühselig den Alkoholgehalt zu messen, was damals nicht so wirklich, wirklich leicht war, was richtig schwierig war, ging man hin und sagte, wir messen nur einmal bei der Herstellung und füllen das dann ins Fass ab und sagen, die verdunsten alle ungefähr gleich. Und dann tauschen wir ein 8-Jahre-Fass gegen ein 8-Jahre-Fass und ein 10-Jahre-Fass gegen ein 10-Jahre-Fass. Und da wird schon ungefähr der gleiche Alkohol drin sein. Und statistisch wird sich das ausmitteln. So, das ist die eine Theorie. Die zweite Theorie sagt, es ging damals um die Besteuerung des Whiskys, dass auch der Whisky in den Fässern besteuert wurde. In Amerika hat man relativ lange diese Besteuerung des reifenden Whiskys gehabt, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass man die Reifezeit in den USA sehr kurz gehalten hat. Ja, Kapital. Aber auch dafür habe ich nun keine wirklichen Belege gefunden. Von diesen 63,5 Volumenprozenten, egal wie man nun da drauf gekommen ist, wird man in naher Zukunft nicht abweichen, weil nun, das hat einen Einfluss auf den Geschmack. Und dieser Einfluss auf den Geschmack möchte man jetzt nicht willkürlich durch einen anderen Alkoholgehalt hier verändern. Senkt man den Alkoholgehalt ab, braucht man mehr Lagerhäuser, weil man mehr Wasser dahin legt. Wahrscheinlich verdunstet aber weniger Alkohol. Hier ist wahrscheinlich eine Minimax-Aufgabe, wo man ausrechnen kann, wo man weniger Kapital verliert. Füllt man mehr Alkohol ein, dass man da 67-68% oder jedes Fass so hoch, wie es gerade rausgeht aus der Brennblase, dann hat man, wie wir gleich drauf kommen werden, eine höhere Verdunstung und einen höheren Kapitalverlust. In Bayern, bei der Schwiersbrennerei, da habe ich gehört, dass man manche Fässer mit einem geringeren Alkoholgehalt abfüllt, weil man hier frische Fässer verwendet, die nicht zuvor für Bourbon verwendet wurden.
Und diese frischen Fässer würden einen höheren Geschmacksanteil abgeben in den Whisky, was man nicht möchte. Deswegen füllt man mit weniger Alkoholgehalt ein und extrahiert damit weniger an Aromastoffe. Damit halten die Fässer länger durch. Auch hier eine schwierige Frage. In Schottland findet man ja bei den Brennereien ganz typischerweise die Tabellen, die und die Ausgangsdichte von dem Whisky plus die und die Temperatur. Dann musst du so und so viel Wasser zuschütten, damit du auf 63,5 kommst. Zack. Ziemlich einfache Sache. Wieso kommt es jetzt in den Fässern in den kommenden Jahren zur Verdunstung? Das Fass ist doch dicht, ne? Lass doch zu. Passt mal auf, dass das dicht ist. Ne? Ja, es gibt da ganz viele Effekte. Und zwar einmal habe ich bei der Fassreifung, habe ich schon mal darüber gesprochen, da gibt es im Holz sogenannte Markstrahlen. Wenn Sie also einen Holzstamm haben, dann haben Sie in der Mitte die den Kern, die Röhre, wie nennt sich das? Und in der wird Wasser transportiert, von unten nach oben. Und damit dann die Baumsubstanz auch in der Breite Wasser bekommt, gibt es Markstrahlen, die jetzt in alle Richtungen auseinandergehen und das Holz damit versorgen. Und jetzt muss man die Dauben, aus denen das Fass hergestellt wird, so schneiden, dass so ein Markstrahl ja nicht durch das Holz durchgeht, sondern immer parallel zum Holz liegt. Holz ist jetzt, wächst jetzt natürlich, der Baum ist mal ein bisschen schief und so. Und dann kommt hin und wieder vor, dass so ein Markstrahl doch ein bisschen schräg läuft. Und dann gibt es doch eine Chance, dass durch diesen Markstrahl jetzt ja, eine höhere Menge Alkohol dann verdunstet. Also Holz ist da ein natürliches Produkt. Und hier habe ich jetzt ein Bang von Jim Beam. Also ein Bang ist dieses Ding für der Stopfen für das Spundloch. So, Spundloch, genau. Dann hängt die Verdunstung sehr stark davon ab, wenn also so ein Markstrahl rauskommt und dann fängt das Tropfen an, dann gibt es hier solche kleinen Keitel. Das sind jetzt hier runde, kann man sehen, so kegelförmige Spitze dran. Und die setzt man dann an der Seite. Und kann die dann einschlagen. Natürlich nicht hier durchs Metall, sondern weiter unten, wo jetzt die Kamera nicht hingeht. Hier an der Seite, da komme ich dahinter, da ins Holz, so seitlich rein. Dann kann es sein, dass die Dauben sich verformen und kleine Spalte bilden. Und für diese kleinen Spalte gibt es jetzt dann auch Keile. Und mit diesen Keilen kann man dann im Prinzip diese Spalte einschlagen, dass das Fass dann wieder dicht wird. So, wenn es da nun tropft, dann verliert er zwar keine Volumenprozente, sondern er verliert nur ja, Füllmenge, Volumen. Die Prozentzahl bleibt gleich, weil da tropft es raus und das ist das Alkohol-Wasser-Gemisch mit dem Prozentsatz, wo es da drin ist. Am Anfang halt mit 30,5 Volumenprozenten. Ne? So, dann kommt es aber auf den Dampfdruck an. Ja, jetzt Physik. Fangen wir mit Physik an. Wir haben Moleküle. Fangen wir mit Wasser an. Alkohol ist dann identisch, fast. Wir haben also ein Wassermolekül. Sauerstoff, zwei Wasserstoff. So, und jetzt ein Würfel Eis, Eiswürfel. Da hängen diese Moleküle so aneinander, dass die Form des Eiswürfels konstant bleibt. Die können jetzt ein bisschen um ihre Position zittern, als thermische Bewegung. Aber das war's. So, jetzt macht die Sache wärmer, dann ziehen sich die Moleküle gegenseitig an, können sich aber gegenseitig verschieben. Dann haben wir Wasser. Und wenn das Wasser nun wärmer wird, dann bewegen sich die Moleküle schneller. Und jetzt hat man eine Wasseroberfläche, dann bewegen sich hier die Moleküle drin. Und irgendein Molekül ist dann mal schnell genug, dass die Wasseroberfläche durchbricht und in die Luft rauskommt. Und dieses Potenzial, diese Geschwindigkeit, mit der das Wassermolekül in die Atmosphäre hinaustritt, das nennt sich den Dampfdruck. Und in der gleichen Zeit kommt ein Wassermolekül von der anderen Seite, woanders, trifft auf die Wasseroberfläche und wird eingefangen. So, und da kommt es also jetzt zu einem Gleichgewicht, was dann die Luftfeuchtigkeit oberhalb von der Wasserfläche
ausmacht. So, und das gibt es nun, diesen Dampfdruck gibt es nun sowohl für Wasser als auch für Alkohol. Wir haben 1013 Millibar Normatmosphäre und der Dampfdruck bei Wasser, von Wasser bei 20 Grad Celsius sind 23 Millibar. Reichlich wenig, aber es reicht, dass in einem Glas mit Wasser morgens früh ein bisschen weniger drin ist. Das verdunstet ihn über Nacht, weil sich halt dieses Gleichgewicht einstellt. So, beim Alkohol auch. Bloß beim Alkohol, beim Ethanol, beim reinen Ethanol ist bei 20 Grad der Dampfdruck nicht 23 Millibar wie beim Wasser, sondern ich habe Werte zwischen 53 und 57 Millibar gefunden. Da war ich dann zu faul nachzugucken, wer da nun recht hat. Also da ist der Dampfdruck aber mehr als doppelt so hoch. Also Alkohol verdunstet leichter. Und diese Zahlen, diese Dampfdruckzahlen steigen nun mit steigender Temperatur immer stärker an, bis sie dann irgendwann der Dampfdruck genau 1013 Millibar entspricht. Und bei dem Dampfdruck siedet nun das Wasser oder der Alkohol. Und der Alkohol halt bei 78 irgendwas und das Wasser dann bei 100. Jeweils auf normal 0 bei Normdruck, Luftdruck. So, und wie viel steigt jetzt der Dampfdruck, der jetzt hier also hübsch exponentiell ansteigt? Bei 30 Grad, was man in so einem Lagerhaus auch mal haben kann, ist das Wasser schon bei 42 Millibar. Also fast verdoppelt bei 10 Grad Temperaturerhöhung. So, und der Alkohol? Jo, auch der verdoppelt sich beinahe bei 30 Grad auf 100 Millibar. Da ist also ein richtiger Dampfdruck drin. Und man sagt immer so, ab einer Sättigung von, oh Gott, wie viel waren das? 90 Milligramm pro Kubikmeter Luft kann man Alkohol riechen. Gut, ist für unseren Whisky auch wichtig. Ja, so, das heißt also, diese Verdunstungsrate aus dem Fass heraus bedeutet, es verdunstet mehr Alkohol als Wasser, weil der Dampfdruck vom Alkohol höher ist. So, und das ist der Grund, warum der Alkoholgehalt eines Fasses mit der Reifezeit abnimmt. Es verdunstet einfach mehr Alkohol als Wasser. Peng, Ende. So, es hängt also nun von der Temperatur ab. Es hängt aber auch von der Temperaturdifferenz ab zwischen außen und innen. So, wie viel treibt es daraus? Dann hängt es davon ab, wie groß ist der Füllstand des Fasses. Steht das Fass, wie heutzutage allgemein üblich, oder liegt das Fass wie in den alten Dunnage Warehouses? Und wenn nun das Fass liegt und nun der Alkohol- oder der Flüssigkeitsspiegel immer weiter absinkt, dann wird immer weniger Holz mit Wasser oder mit Flüssigkeit benetzt. Ja, und da oben wird es trocken und da können sich nun Spalte bilden, die man jetzt auf einmal mit dem Keil, weil man es nicht mehr tropfen sieht, nicht sieht. Und jetzt verdunstet immer mehr. Das heißt, am Anfang verdunstet vergleichsweise wenig aus so einem Fass und später verdunstet immer mehr, weil das Ding richtig trocken und brüchig wird. Und dieses Fass, was hier steht, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon genagelt, das würde mir auseinanderfallen. So viel Spalte haben sich hier schon ergeben. So, wie hoch ist die Alkoholabnahme? Da hört man nun die wildesten Zahlen. Wir können das jetzt gleich an so einer Flasche mal nachrechnen. Der Alkoholgehalt nimmt mit 0,2 bis maximal 0,6 Volumenprozenten, Prozentpunkten pro Jahr ab. Ja, müssen wir genau aufpassen. Ne? Wenn man da von 40% 0,5% abzieht, dann sind das 0,2. Würde man von 60 0,5% verlieren, wäre es 0,3. Deshalb reden wir von Prozentpunkten. Das heißt, wenn wir da von 45 0,3% Punkte verlieren, dann kommen wir auf 44,7. Also wir verlieren Prozentpunkte, wo nicht Prozente. So, also der Alkoholgehalt sinkt um 0,2 bis 0,6% pro Jahr. Nach 15, 16 Jahren hat diese Flasche nur noch ein Alkoholgehalt von 55,4%, was relativ typisch ist. Und da möchte ich mal noch ein bisschen nachrechnen. Was viel, viel höher ist, ist die Flüssigkeitsabnahme in diesem Fass. Da geht es nämlich richtig runter. Da geht es um 2%, 2,5% ist da durchaus drin.
Und da verlieren wir nun Alkohol ohne Ende. Die einen, die Blended Whisky Hersteller, für die ist das traurig ohne alles, weil die die Flaschen mit 40 Volumenprozenten verkaufen müssen. Die High-End Whisky Hersteller sagen, ja, die Aromenstoffe, die da drin sind, die Sherry-Aromen, die Ester, die Öle und so weiter und so fort, die reichern sich in der Flüssigkeit an. Dadurch, dass Alkohol und Wasser weggeht, reichern sich die Aromenstoffe an und der Whisky wird immer intensiver. Und jetzt auf der einen Seite ziehen wir über die Reifezeit immer mehr Farbstoffe, Karamell, aus der Fasswand raus. Der ist jetzt ungefärbt, dieser Whisky. Aber auf der anderen Seite verlieren wir auch Wasser und damit reichern sich die Stoffe da drin an und der wird von alleine dunkler, weil einfach die Flüssigkeit mehr. Es wird eingedampft. So wie wenn man eine Soße einkocht. Die wird auch immer zäher, immer voller. Immer, ja. So, hier haben wir also nun 603 Flaschen aus dem Fass rausbekommen. Das Fass hatte 600 Liter. Auch da gibt es Plus, Minus. Ne? Das sind natürliche Produkte. Da kommt es da kann man nicht auf einen Liter genau. Mal biegt sich die Daube nicht so, wie sie soll. Und schon hat man da einen halben Liter weniger drin oder auch einen ganzen. So. Aber wir haben 603 Flaschen A 0,7 Liter rausbekommen. Das heißt, wir haben bald 30% verloren, ne? Aus diesem ganzen Fass. Also, es sind 422 Liter noch drin, das sind 177,9 Liter Verlust. Das ist eine Menge. Ne? Das sind 11 Liter pro Jahr, wobei das jetzt einfach eine lineare Rechnung ist, die stimmt nicht, weil am Anfang weniger, später mehr, dann ganz später wieder weniger und so, weil ja der Alkoholgehalt geringer ist, damit wird der Dampfdruck nach außen geringer. Das ist also eine hochkomplexe Kurve und jedes Fass reift da anders. Ich habe das mal mit einer Exponentialfunktion versucht anzugleichen und bei dieser Flasche ist der Volumenverlust lag bei 2,3% pro Jahr. Jetzt also Volumenverlust, nicht Alkoholverlust. Alkohol plus Wasserverlust. 2,3%. Und dabei der Alkohol dann ein bisschen mehr, sodass dann am Ende eine Alkoholreduktion um 0,2, glaube ich, macht er das aus, habe ich auch nachgerechnet gehabt, oder waren es 0,18 Volumenprozentpunkte pro Jahr dabei rausgekommen sind. So, schwierige Sache. Und deshalb hören sie dann irgendwann mal auch so Werte, um 1% nimmt das ab, ja, die haben die 0,2 und die 2 haben die gerade schier gemittelt, ne? Kommen die auf 1%. Also sehr genau unterscheiden. Einmal Mengenverlust, auf der anderen Seite Alkoholstärkenverlust. Es gibt dann noch Fässer, die nehmen in der Alkoholstärke zu. Ja. Da ist es dann richtig schwierig, das physikalisch nachzurechnen. Und da hängt es jetzt auch vom Dampfdruck ab. Wenn nun das Wasser in einer sehr feuchten Umgebung im Prinzip seinen Dampfdruck ausspielen will und aus dem Fass herausgehen will, dann kommen genauso viele Moleküle von außen, wenn die Luftfeuchtigkeit 90% ist oder so, dann kommen 90% der Moleküle wieder zurück und wollen sich da wieder reinladen, anlagern, sodass also der Dampfdruck des Wassers, wir nur ein Dampfdruckgefälle haben, drücken wir es vorsichtig aus, dass da nicht so viel verdunstet. Ne? Wenn aber nun außen kein Alkohol drin ist, dann drückt der Alkohol sehr wohl gegen den nicht vorhandenen Alkohol nach draußen und dann verliert man mehr Alkohol, als man Wasser verliert. Dann nimmt das Fass rapide ab. Man kann sich jetzt aber auch eine alkoholgeschwängerte Luft vorstellen, die sehr trocken ist. Unterm Dach, wo es heiß ist, da verdunstet dann vorwiegend Wasser und weniger Alkohol. Und dann geht es andersrum. Ne? Haben wir mal ausgerechnet,
hochgradig komplex und jedes Mal, Sie haben es gerade gemerkt, ich habe auch schon wieder geschwommen, jedes Mal wird es schwieriger, aber es gibt tatsächlich Fässer, die mit mehr als 63,5 Volumenprozenten in die Flasche kommen, wobei sich da dann auch immer auf der anderen Seite die Frage stellt, war das nicht doch ein Fass, was auch mal höher als mit 63,5 Volumenprozenten gefüllt wurde. Sie sehen, alles keine exakte Wissenschaft, hier ist die Natur schwer am Arbeiten und das ist ja auch das Richtige daran. Whisky ist ein natürliches Produkt und da soll jedes Fass reifen, wie es ihm gerade recht ist. Probieren Sie mal Fassstärke Whiskys aus. Ist eine Bereicherung, kann man dann nachher selber verdünnen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.